Hallöchen, herzlich willkommen zurück, wieder bei einer Runde StarCraft 2, 1 vs 1, natürlich wieder gegen einen Terraner. Ich freue mich, Yuhei, good luck, have fun. Ist wieder mal eine richtig geile Aufnahmesession. Ich krieg wirklich nur Terraner, ey. Ich hasse Terraner, ich weiß auch nicht, was los ist. Aber ich bin leicht, genervt. Terraner. Ich hoffe, man merkt es mir auch an. Ja, okay. Nee, mal gucken. Wieder eine Reason Map. Ich würde auch Flieger Map mit Drops wäre natürlich hier richtig gut für einen Terraner. Wir spielen einfach jetzt Exe. Und probieren vielleicht auch mal mit Drops oder Mutas. Gegen Terraner Mutas, keine Ahnung. Banelingling Muta. Und dann kommen Helien, dann bin ich tot. Aber so ist es halt, sterben oder getötet werden, ne? So. Wir nehmen die Echse. Gehe jetzt nicht mit der Drohne scouten, keine Lust. Obwohl der Scout muss reichen. Bei 18 dann oder bei 19 dem Pool. Eine Drohne mehr. Ich bin mit der Drohne hin. Okay, cool. Musste ich gar nicht. Ein Gas kommt, okay. Vielleicht braucht das zweite Gas nicht. Weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich das eigentlich nur abbrechen. Um weiter rein zu scouten. Okay, er baut gleich den Reaper, wie es aussieht. Aber was baut er sonst noch so? Er baut nichts. Oder kommt irgendwo Proxy? Oder Exe first. Ja, war klar, Exe first. Kann man anscheinend als Terraner jetzt machen, Exe first. Das ist ja nicht so das neue Meta. So, Banning Nest dazu. Ich pushe jetzt, mir egal. So, den kann ich auf jeden Fall nochmal schön ablenken. Jetzt leider nicht mehr. Aber es hätte mir gereicht, dass ich auf jeden Fall die Queens dann habe. Und das ist gut. Banning Nest zeige ich jetzt noch nicht. Das war vielleicht jetzt ein Overlord zu viel. Da kann er hochkommen, okay. So, jetzt bauen wir mal das Banning Nest. Und bauen nur Linge. Nur noch Linge kommen jetzt. Ich will injecten, los, kommt. Komm, injecte. Ihr könnt eigentlich hier runter mit. Viel, viel mehr Linge, ich brauche viel, viel mehr Linge. Banning Nest ist dann auch bald durch. Banning Nest ist durch. Hier ran, dort ran und noch mehr Linge. Mal mit 4 Linge an Watchtower erstmal. Weil da wird er nämlich stehen. Steht doch nicht. Okay. Dann alle Linge am Watchtower. Oh, müsste eigentlich jetzt Fabrik, müsste schon haben. Das heißt, ich werde nicht mehr viel anrichten können. Aber das sehen wir gleich. Bunker, 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 Bunker und wie gesagt, Aliens.
gucken wir mal, ob wir reinkommen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Naja, es sieht gut aus, wir kommen rein. Das ist sehr schön, dass du es mit hochlässt. Wir sind auf jeden Fall drin, das ist sehr gut. Aber wir machen nicht genug Schaden. Es müssen noch ein paar sterben, sonst wird das nichts hier. Aber ich muss auf jeden Fall nachdrücken. Gucken, ob er schon wieder zu hat. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Base. Wieder mit Bailing dazu auf jeden Fall. So, genug Queens zum Abwehren haben wir. Dritte Base kommt auch. Ich hoffe mal, es war teuer genug für ihn. Es scheint auf jeden Fall so zu sein. Wo bleibt der Nachschub? Jetzt umzingeln, los umzingelt! Okay, ich brauche noch mehr Linge. Muss mehr injecten. Muss noch eine Base nehmen. Für noch mehr Linge. Und nehmen wir Upgrades. Und bauen Roach One. Kommen als nächstes Roaches, was soll's. Aber wir fluten erstmal noch weiter mit Linge. Unsere Drohnen werden angegriffen. Auch mehr Mineralien. Das war jetzt etwas teuer, weil ich nicht meinen konnte. Jetzt wird er doch theoretisch Panzer haben, oder? Ob ich jetzt wieder reinkomme? Und wir gehen Mutas, was soll's, kann ich nicht, nicht genug Gas. Darf ich jetzt mal meine Echo hier nicht vernachlässigen? So, ich bin ein bisschen ruhig, weil ich mich jetzt extrem gerade konzentriere. Bitte nicht wundern. So, hier, da, so, passt.
So konnte ich jetzt schon Mutas bauen, beides gegen diese... Nicht gut ist eigentlich. Gegen Marines. Schauen wir mal. Ich habe kein Gas, ich brauche viel, viel mehr Gas, ey. Und ich bräuchte natürlich auch mal ein bisschen Creep Spread. Vor allem ein bisschen mehr Creep Spread. Baneling Upgrade wäre nicht schlecht, wenn er jetzt gleich kommt. Roaches dazu. Weil er kommt, glaube ich. Muss er ja. Er hat sonst theoretisch... Muss ich halt noch verteidigt bekommen. Das wäre nicht schlecht. So, wann kommen wir in den nächsten Truppen? Jetzt kommen sie. So ein bisschen was verloren, aber er hat ja nicht alles gesehen. Das ist das Gute. Das heißt, wir gucken mal vor. Hier ran, dort ran. Warum geht ihr denn immer diese Missklicks heute? Was ist denn hier nur los? Wir sind jetzt viel zu viel dran. Da geht ihr daran. Ein paar mehr noch. Er hat keine dritte, er hat kein nichts. Wir gucken mal, was wir machen können und bauen jetzt dann schon mal Mutas. Das ist mal anscheinend ein Gegner auf unter meinem Niveau oder keine Ahnung. Ich will noch nichts dazu sagen. Er hat immer noch keine Panzer. Auf jeden Fall jede Menge Marines. Mutas, nein, nicht zeigen. Ich habe viel zu viele Minerals. Und ich kann das noch verlieren, wenn ich so weiter spiele. Denn ich habe von allen zu viel, außer vom Gas. Warum habe ich denn so viel Gas, also wenig Gas, weil hier wieder keiner meint. Was ist denn hier heute los, ey? Hier ist auch nur zu wenig dran. Auch nur zu wenig, ein Deutsch. Auch nur zu wenig, ich schwöre. Mann, 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 schlechte Runde. Schöne lange Runde, aber schlecht. Inject sitzen natürlich gar nicht. Nicht genügend Energie. Queens sind auch nirgendwo vorhanden mehr. Hier ist noch eine Queen, sehr schön. Da kommt eine Queen, hier baue ich eine Queen. Und hier müsste ich auch noch eine bauen. Wir brauchen mehr Overlords. Und noch ein paar Overlords. Kann man Banninger bauen. Er hat noch keine dritte, wie es aussieht. Braucht mehr Overlords, mehr Upgrades, mehr von allen. Okay, er kommt anscheinend. Mineralienfeld erschöpft. Brauchen wir halt noch mehr Truppen.
Er will mich anscheinend droppen. Halt. Will mich droppen, dann nehme ich Mutas. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und ihr geht da drauf. Mineralienfeld erschöpft, Mineralienfeld erschöpft. Gucken wir hier nach Drops. Okay, die haben weggeräumt. Panzer weg. Mutation abgeschlossen. GG. Boah, nicht so geil gespielt, aber endlich mal gewonnen. Ey, und mal gegen Terraner gewonnen, ey. Boah, was war er? Okay, aber auch Dia 3. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Es war echt stressig. Wenn ich so viel gesagt habe und geredet habe, habt ein Nachsehen. Ich würde gut spielen. Bis dahin. Tschüss.